Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Snoo probiert. Hier habe ich ein Wechselbrückensystem für euch, und zwar das Anaburger HTS 22.79 Wechselsystem. Das gucken wir uns natürlich auch wieder im Shop an. Dazu gehen wir auf Marken, und hier haben wir auch schon ganz weit vorn Anaburger. Wir fangen an mit dem Dolly. Ihr seht schon, um das System nutzen zu können, brauchen wir eine Zugmaschinenleistung von mindestens 180 PS. Den Dolly bekommen wir für 39.900 € und 20 € am Tag. Und dann gucken wir natürlich auch nach den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir haben hier als Farbwahl die komplette Palette zur Auswahl. Beim Radsetup können wir uns entscheiden zwischen Standard- oder Michelin-Reifen. Und beim Design können wir wählen, entweder mit normalen Spoiler. Ja, Spoiler gefaltet, was auch immer das heißen mag. Ich habe, glaube ich, diese Version sogar genommen oder halt eben ganz ohne Spoiler. Dann haben wir hier einen Kipper mit einem Fassungsvermögen von 32.000 Litern. Der kostet uns 25.400 € und 20 € am Tag. Auch hier haben wir Konfigurationsmöglichkeiten, natürlich wieder die komplette Farbpalette, und beim Design können wir aussuchen, ob mit Warndreieck oder ohne. So, das hier wäre dann ein Miststreuer mit einer Streubreite von 20 Metern, einem Fassungsvermögen von 19.000 Litern, und der kostet uns 29.600 € und 20 € am Tag. Auch hier haben wir wieder zwei Konfigurationsmöglichkeiten. Zum einen die Farbpalette, und beim Design gibt es auch den mit oder ohne Warndreiecke, und da haben wir sogar noch die Möglichkeit zu sagen Warndreiecke und Schilder. So, hier haben wir einen etwas größeren Kipper, der hat ein Fassungsvermögen von 36.000 Litern, kostet dafür auch 31.800 € und auch 20 € Unterhalt am Tag. Und auch hier können wir aussuchen, wieder die ganze Palette an Farben, und beim Design haben wir die Möglichkeit zu sagen Standard oder mit Warndreiecken, und auch hier können wir sagen zusätzlich noch Warndreiecke plus Schilder dazu. So, das hier wäre dann ein Ballenwagen, den bekommen wir für 12.800 € und 5 € Unterhaltskosten am Tag. Hier haben wir natürlich auch wieder die komplette Farbpalette. Beim Design können wir auswählen zwischen Standard oder Warndreiecken, und hier haben wir noch eine zusätzliche Möglichkeit. Hier können wir sagen, wir möchten alle Seitenwände haben, nur die hintere, nur die linke oder nur die rechte. Oder wir können auch hingehen, den komplett ohne machen. Wäre dann wahrscheinlich ja am einfachsten, um Ballen drauf zu machen, wenn man halt hier eben keine Ladebordwand haben möchte. So, und last but not least haben wir hier einen, ja, Gülletank möchte ich, oder ein Güllefass möchte ich jetzt nicht sagen, weil ihr seht schon, wir können hier alles Mögliche an Flüssigkeiten damit transportieren. Wir können hier spazieren fahren, Gülle, Gärreste, Flüssigdünger, Wasser. Ja, das Fass hat ein Fassungsvermögen von 18.000 Litern, kostet uns 33.400 € und 20 € am Tag. Und natürlich können wir das auch als, ja, Güllefass natürlich selbstverständlich verwenden, weil wir haben hier die Möglichkeit zu sagen, wir möchten entweder keine Anhängekupplung oder wir möchten eine Anhängekupplung hinten haben. Dann können wir uns nämlich ja einen Gruber zum Beispiel dranhängen. Das zeige ich euch aber, weil diese Option habe ich gewählt. Und bei der Farbe haben wir natürlich auch wieder die komplette Palette. So, genug vom Shop. Wir gucken uns das Ganze hier mal im Spiel an. Da hätten wir hier also schon mal den ersten Kipper. Dann haben wir hier den Miststreuer, der kleinere Kipper. Das hier wäre dann der Ballenwagen. Ich habe den jetzt mal komplett mit den Ladebordwänden genommen. Ihr seht es hier, haben wir natürlich die Möglichkeit, Spanngurte anzubringen. Und das wäre dann eben dieses Fass oder Güllefass in Anführungszeichen. Ich habe es jetzt genommen mit Anhängekupplung hinten. Ihr seht, da könnten wir uns jetzt ja einen Gruber dranhängen oder eben diese Kombi mit den Schläuchen von Zunhammer. Ich kann sie euch jetzt dann nochmal im Shop zeigen, damit ihr seht, was ich meine, wenn ich sie denn finde. Ja, da haben wir es auch schon. Das können wir zum Beispiel jetzt mit dranhängen von Zunhammer, das Zundisk. Dann ist nämlich auch in einem Arbeitsgang gegült und gegrubbert, also gedüngt und gegrubbert.
und für die nächste Aussaat vorbereitet. So, ich würde sagen, ja, wir schnappen uns jetzt einfach mal den Dolly hier und eine Wechselbrücke. Und ihr seht schon hier, auch der Dolly hat einen Stützfuß. Den werden wir jetzt mal einklappen. Und der ist auch ganz praktisch, weil wenn ich den jetzt abkoppel, ohne dass ich die Stütze wieder runter mache, dann seht ihr gleich, was passiert. Zack, dann fällt nämlich die Deichsel auf den Boden. Sollte sie nicht tun. So, jetzt gucke ich mal, ob ich den Dolly hier auch mal anständig drunter gefummelt kriege. Jawohl, und da können wir auch schon ankoppeln. So, und auch hier seht ihr, natürlich müssen wir die Stützfüße hier einklappen. Das machen wir mit X. Und dann fahren wir mal ein Stück vor, dann seht ihr das nämlich auch besser. So, und wir haben jetzt die Möglichkeit, ja, mit der rechten Maustaste können wir hier noch den Neigungswinkel ändern. Also je nach Zugmaschine können wir das entweder rauf oder runter machen. Da klappen wir mal die Stützfüße nochmal aus. Und ihr seht schon, ich habe es jetzt natürlich so grandios eingestellt, dass die ganze Geschichte hier in der Luft hängt. Das ist natürlich viel zu hoch. Also da können wir, wie gesagt, das eben je nach Zugmaschine anpassen, dass das auch richtig alles auf dem Boden ist. Dann machen wir die Stützfüße mal wieder rein und gucken uns die ganze Sache auch nochmal von außen an. Also ihr seht schon, hier sind ja sehr viele Details verbaut worden. Auch sehr schön von den Texturen her. Und hier eben, wie gesagt, jetzt die Option mit dem Anhänger hinten dran. Kann man natürlich auch weglassen. Und da sieht man jetzt auch mal, ja, schön den Unterschied zwischen den beiden Kippern hier und der Miststreuer in der Mitte. Und dann guckt man natürlich jetzt auch nochmal beim Fass, wie es aussieht mit der Beleuchtung. Und da haben wir einmal den Blinker links, den Blinker rechts, den Warnblinker. Ja, und das war's auch schon. Jetzt hätte ich beinahe gesagt Rundumleuchte, aber haben wir hier ja keine. So, dann stellen wir das Ganze mal wieder hier ab. Das heißt, die Stützen klappen wir aus. Dann können wir die Wechselbrücke lösen und einfach drunter rausfahren. Und dann schnappe ich mir jetzt mal noch den Ballenwagen. Auch bei dem machen wir die Füße erstmal wieder rein und fahren ein Stück vor. Und da seht ihr auch schon, hier haben wir die Möglichkeit natürlich auch mit der Taste L die Spanngurte anzubringen. 6 Stück sind es an der Zahl. Die sollten also reichen, um wirklich alles auch sicher zu befestigen. Außer bei mir, ihr wisst ja, Snoo und Ladungssicherung verträgt sich nicht. Auch hier wieder sehr schön beleuchtet. Blinker natürlich, klar, auch der Warnblinker. Funktioniert auch wunderbar. Den lassen wir jetzt einfach hier stehen. Ihr seht, jede Wechselbrücke hat natürlich auch die dementsprechende Beschriftung, das Typkennzeichen, um welche es sich handelt. Also die sind wirklich schön gemacht, die gefallen mir sehr, sehr gut. Sind jetzt auch nicht zu riesig. Und eben mit dem Wechselbrückensystem ist man halt schön flexibel. Man kann es mal, ja, irgendwo abstellen, am Feldrand lassen und so weiter. Ist eine sehr schöne Sache. Gefällt mir gut. Ich denke, das wird bestimmt für den einen oder anderen für euch, ja, eine sehr, sehr
nützliche Sache auf dem Hof sein. Ich muss auch sagen, ich finde es ja, von den Preisen her auch angemessen. Manchmal hat man ja einige Mods, die unglaublich teuer sind. Das steht dann auch irgendwo in keinem Verhältnis. Aber das finde ich in Ordnung. Auch für mittelgroße Betriebe, denke ich mal, da braucht man jetzt nicht unbedingt eine Vierfach-Map dafür. Ja, und dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. So viel zum Annaburger HTS 2.2.79 Wechselsystem von VBM Modding. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sage Tschüss.